Einmal Share, einmal Screen. Da sehe ich auch schon den Enno, super. Dann holen wir den auch gleich mit auf die Bühne. So, grüß dich Enno. Ja, moin. Moin, moin, du bist schon so im Dunkeln, sehr cool. Ich wollte gerade noch mal zeigen, wo die Leute dann auch zu dem Konzert kommen. Das mache ich gerade zu Ende. Mhm. Also ihr seht jetzt hier das Venueless und habt da einen Konzertraum und da sind alle Infos drin, was ihr beachten müsst und sollt. Wichtigste ist hier der Link. Wir machen das auf der Plattform Micdrops, da sprechen wir auch gleich noch mal drüber. Da müsst ihr dann draufklicken und reingehen in dem eigenen Browser-Tab. Es wird nicht über die Bühne hier live gestreamt. So, jetzt nehme ich das mal wieder von der Bühne, dass man dich richtig sehen kann. Erstmal hallo, hast du gut reingefunden? Ich sehe, du sitzt schon in deinem Studio an deinem Instrument. Ich habe gut reingefunden, ja. Sehr gut, du kannst vielleicht einen Tick, warte mal, oder ist das bei mir ein Tick lauter noch werden? Nee, es war nur bei mir, ich habe dich leid. Nein, ja? Passt, ah, ja. Ich habe dich leise gemacht. Gut. Genau. Ja, also wir steigen ja gleich ein in das Konzert von dir. In 5 Minuten soll es losgehen. Du bist ja, gehörst zu den Musikern, die ja durch die Pandemie dadurch getroffen worden sind, dass sie auf einmal gar keine Konzerte mehr geben konnten. Also ich habe, glaube irgendwo gelesen von dir, du hättest dich gefreut auf eine Tour durch Österreich und auf einmal war alles abgesagt. So, wie war das für dich? Wie hast du die Pandemie empfunden? Wie ist das losgegangen und wie hast du reagiert darauf? Ja, das war erstmal für uns, also für die ganze Szene auf jeden Fall ein Schock, ne? Weil es ist eigentlich so, dass wir MusikerInnen zu 60, 70, 80% von unseren Konzerten leben. Also 60 bis 80% der Einnahmen, die wir erzielen. Also das, und wir sind jetzt ja auch keine super reichen Leute, sondern gehen unserer Leidenschaft nach und so. Und von so Streaming und CD-Verkäufen, Tonträgerverkaufen, Merch und so, da bleibt jetzt nicht so viel hängen. Und wenn das eben wegbricht, dann hat man schon ganz schönes Muffensausen. Ja, und bei mir war das so, ich hatte gerade noch Mitte März, ich war noch eingeladen, Johannes Oerding, weiß nicht, ob ihr den kennt, der hatte mich eingeladen, mit auf Tour zu kommen, weil er meinte, er wäre Fan von mir. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber umgekehrt gar nicht Fan von dir, sorry. Und dann meinte er, ja, aber geil, trotzdem findet er cool, dass ich so ehrlich bin. Also wir haben uns erstmal kennengelernt, irgendwie mal was trinken. Super, super, super netter Kerl. Ein wahnsinniger Sänger auch, also wirklich toll. Und mit dem war ich auf Tour im März. Und das letzte Konzert war noch so ein Superspreading-Event vor so 12.000 Leuten in der TUI Arena Hannover dann, Mitte März. Und dann wurde alles dicht gemacht. Und dann bekam ich irgendwie 2 Wochen später, als meine Österreich-Tour abgesagt wurde, eine Nachricht von einer Hörerin, die meinte, ey, meine Mutter hat morgen Geburtstag, könntest du nicht ein Ständchen über Zoom für sie spielen? Und so fing alles an. Das habe ich gemacht und das hat sich irgendwie dann so, das hat irgendjemand mitbekommen, dass ich das mache. Dann habe ich mehr Anfragen dieser Art bekommen. Dann habe ich mir von meinem Friseur einen Kalender geklaut, also so ein WordPress-Plugin, wo man einfach einen Termin buchen kann. Das habe ich bei mir auf die Homepage gebaut und habe dann angeboten, ey, ich habe jetzt Langeweile, ich spiele, wenn ihr Bock habt, Privatkonzerte könnt ihr buchen, hier, bezahlt mir, was ihr wollt, so. Und das hat wiederum dann ein Softwareentwickler aus Köln gesehen und meinte so, bist du irre, dass du das über Zoom machst? Das klingt doch katastrophal da. Und recht hatte er. Mhm. Ich habe das dann auch abgebrochen dort und er hat dann was gebaut und mich gefragt, was ich brauche an Audioauflösungen, an Tools und sowas. Und dann haben wir Micdrops gegründet zusammen. Und das ist jetzt unser neues, ja, ich habe jetzt tatsächlich ein Startup gegründet, hätte ich auch nicht gedacht. Und das machen wir jetzt. Und mittlerweile ich gebe jetzt ganz oft darüber eben Privatkonzerte. Und mittlerweile nutzen es aber auch so KollegInnen wie Anna Depenbusch oder Bosse oder Pohlmann fängt bald an zu streamen und sonst noch der Tim Neuhaus, Schlagzeuger von Clouseau. Ja. Also echt schon ganz cool. Gute Leute. Aber trotzdem, es müsste eigentlich noch mehr passieren. Wir sind zu zweit. Ich mache selber auch das Marketing und mache ja auch noch Musik und sowas. Und entsprechend ist das jetzt noch nicht so bekannt. Wir müssen mal gucken. Wir haben natürlich auch kein Geld. Aber die Plattform an sich läuft eigentlich ganz stabil und ganz gut. Und was ist denn so, jetzt nicht zu technisch, aber wo würdest du denn sagen, wir haben alle schon erlebt, dass Zoom und Teams und wie die Tools alle heißen, natürlich von der Audioqualität alles andere als perfekt sind. Also was sind so für euch als Musiker die Limitierungen? Wo liegt das Problem? Was habt ihr jetzt dann auch anders gemacht? Warum ist es bei euch besser? Wir haben erstens anders gemacht, ich meine, das geht jetzt über Venue, das habe ich gerade gesehen auch schon, dass wir einen Stereo-Sound haben können. Bei Zoom soll der ja auch angeblich gehen, das ist aber Quatsch, also da kommt gar kein Stereo raus. Das ist irgendwie, wir haben das ausführlich getestet und das ist einfach, du kannst da einen Haken machen, aber es ändert sich dann nichts und trotzdem werden so gewisse Frequenzen von der Musik oder von der Gitarre oder Klavier runtergefiltert, rausgefiltert.
Das sind eben alles Büroanwendungen und die sind nicht für Musik konzipiert. Und entsprechend, da geht es eben mehr um die Bild- als um die Tonqualität. Und ja, wir brauchen eben, um Musik zu machen, braucht man eine hohe Bandbreite oder eine hohe Audioausgabe. Wir senden dort in 512 Kilobyte pro Sekunde, was so in etwa die Auflösung ist, die man auch bei zum Beispiel Spotify hat. Mhm. Und damit lässt sich dann ja natürlich arbeiten. Und ihr könnt, Stereo ist ganz wichtig. Ja. Und ihr könnt wahrscheinlich dann auch besser die Leute hören, die euch zuhören, wenn ihr mit denen sprechen wollt. Deswegen auch die Limitierung auf eine bestimmte Anzahl Leute in einem Raum nur. Genau, weil ansonsten ist es einfach, es ist zu aufwendig, weil auch aktuell, ich meine, man kann das programmiertechnisch, wenn wir noch mehr Entwicklungsgeld hätten, könnte man das irgendwann auch noch so bauen. Bei Zoom ist es aktuell so, dass es in Videogruppen rausgesendet wird. Sobald du mit mehr als 40 Leuten da bist, dann werden immer Vierergruppen als ein Video rausgesendet. Und bei uns ist es eben noch so, jedes Video wird einzeln rausgesendet und muss man sich so vorstellen, als würde man 12-mal Netflix parallel öffnen. Ja. Das ist dann eine ganz schöne Bandbreite und auch eine Rechenleistung, die da abgerufen wird und entsprechend. Und du hast, glaube ich, in der Republika erzählt, es wird gut angenommen. Also du hast auch viele, viele, viele Konzerte gegeben seitdem, ne? Was sonst so nicht möglich ist. Das Konzert heute, ich habe gerade nochmal gezählt, ist Konzert Nummer 163. Für die Statistik. Seit November, also von mir, was ich spiele. So. Und genau, also signiert mit. Ja. Tatsächlich für mich eine völlig neue Bühne und tatsächlich kann ich auch mal ganz ehrlich so sagen, dass ich so viel gebucht werde, ist für mich auch eine völlig als Künstler eine ganz neue Einnahmequelle, eine ganz andere Möglichkeit, von meiner Musik noch besser leben zu können. So. Super. Tolle Story. Es ist 21.16 Uhr. Jetzt geht's so weiter. Du bist so wahrscheinlich schon in Mic-Drops drin. Ich gehe jetzt rüber. Ich wollte nicht parallel die Datenleitung hier ab. Genau. Das heißt, alle, die zuhören wollen, gehen jetzt bei uns in der Navigation auf den Konzertraum, klicken dort auf den Link, befolgen die Anleitungen, die dort stehen und dann sehen wir uns in Kürze drüben im Konzertraum. Ich freue mich schon. Super. Bis gleich. Danke dir, Enno. Bis gleich. Ciao. So, genau, vielleicht noch ganz kurz, ich mache den Stream jetzt hier zu. Ihr könnt rüber in Mic-Drops, 22.30 Uhr treffen wir uns hier wieder für die Montagsmaler und dieses Mal ganz sicher auch ohne Loop. Ist schon in die Lessons Learned Liste reingeschrieben. Jetzt genießt erstmal Hi-Fi Sound mit Enno Bunger und dann bis um 10:30 Uhr.